Aber ob das so ganz legal ist, wissen wir nicht. Also, pssst. Die Sicherung rausgeflogen. Nein. Upsi. Hey, ich bin Esther. Blond, Ingenieurin und verstehe keine Witze. Begleitet mich also, wie ich immer wieder aus meiner Komfortzone herauskomme. Wir haben es, glaube ich, gerade minus 25 Grad. The ropes there. Yeah. It's a great angle. Please hold me because I can't. Jetzt hier gerade draußen alleine beim Feuer und ich hoffe, dass wir gleich zurückfahren, weil in 2-3 Stunden werden wir auch schon machen wir Cross-Country-Skiing. Darauf habe ich zum Beispiel mega Bock, weil das ist draußen sein, es ist Sport machen. Ja, von daher ist das richtig cool. Nun geht es Cross-Country-Skiing und wir sind mal wieder viel zu pünktlich. Dann stehen wir hier vollkommen genervt. Nein. Lächeln, smiling. Okay, ja, also wir warten auf unsere Guides, die sich gerade anziehen und dann kriegen wir auch unsere Skier und ja, ich freue mich schon sehr, muss ich sagen. Sind gerade wieder gekommen vom Cross-Country-Skiing. Es war so geil. So geil, Dorina. Was meinst du? Ja. Ja. Das war mega geil. Mega geil. Also wirklich, es tut mir leid für die Qualität des Videos. Ich weiß auch nicht, ich glaube, mein Handy ist ein bisschen am Frieren. Aber auf jeden Fall, mir hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin auch nur einmal hingefallen, aber auch nur, weil die vor mir hingefallen ist. Und ich musste halt hinfallen, sonst wäre ich mega in sie reingefahren. Aber ansonsten richtig gut. Und ja, ich bin mega stolz. Und ja, und jetzt geht's nach Hause und in die Sauna mal wieder. Ich weiß nicht, ob wir zu viele Geräte anhatten, aber auf jeden Fall haben wir gerade, ist gerade die Sicherung rausgeflogen. Nein, beziehungsweise wir wissen nicht. Bei uns ist alles drin, in den Sicherungskassen, in dem Apartment. Aber auf jeden Fall haben wir hier 0,0 Elektrizität. Ja, und jetzt die Jungs, warte. Die Jungs sind gerade am Machen, aber es ist... alle Sicherungen sind drin, deswegen können wir da nichts machen. Also gehen wir jetzt wahrscheinlich mal zur Rezeption. Upsi! 2 Saunagänge später und wir haben immer noch kein Strom. Ja, wir hatten zum Glück die Sauna angemacht, als wir gekommen sind. Und dann hatten wir halt angefangen zu kochen. Vielleicht war das einfach zu viel, keine Ahnung. Yes! Okay. Das war jetzt gerade, okay, das war echt Zufall, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mega. Okay, also wie ihr seht, wir haben wieder Strom und wir werden jetzt kochen und danach werden wir noch was richtig Cooles machen, aber das seht ihr gleich. Also, bleibt dran. Okay. Es geht jetzt los. 766 Schritte, bis wir oben sind. Also, let's go. 700 und schlag mich tot. Keine Ahnung, was ich am Anfang gesagt habe. Treppenstufen später. Puh. Ich glaube, wir haben 10 Minuten gebraucht. Naja, und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie wir wieder runterkommen. Tja, wir haben keine Skier mit. Aber dafür haben wir was anderes mit. Und zwar habe ich hier Müllsäcke. Wir gehen jetzt eine rote Piste mit Müllsäcken runter.
Dürfen wir das? Keine Ahnung. Stört uns das? Nö. Ja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt hier runter. Die Schneemaschinen sind on. Oh, jetzt kommt hier ein Auto. Vielleicht sollten wir da nicht reinfahren. Hm. Okay, see you in heaven. Ob das so ganz legal ist, wissen wir nicht. Also pssst. Oh no, oh no, oh no. Das sind Erinnerungen. Keine Worte, keine Worte. Wow.